schon. Eine Kugel? Das ist keine Kugel. Ich weiß gar nicht, wie lange spielen wir denn schon? Ach, ich spielte den eh auch für mehrere Folgen. Du bist ja bald nicht mehr da. Kürbis. Du bist ja bald nicht mehr da, der Musikspiel sollte nicht erleben. Da rechts unten ist ein Rad. Brauchen wir nicht. Doch, ist eine Angelspule. Kann ich nehmen? Ha, eine Angel. Es ist einfach die Angel. Er lebt noch. Da ist er. Hast du ihn? Ja. Ja, ja. Da ist die Angelspule unten in der Mitte. Nicht drücken. Nicht. Was brauchen wir noch? Coolen Gießkanne. Die habe ich ja eben irgendwo gesehen. Links oben ist sowas ähnliches. Beim Fischbild. Sowas hier? Ja. Aber auch nicht. Ich brauche ein kleines blaues Notizbuch. Ich suche mal die Mütze. Miesmuschel. Klappert denn da schon wieder so? Da ist die Mütze. In der Hängematte. Oder? Jawohl. Ja, das war. Was ist das denn? Ach, die Waschmaschine. Achso, ja, da ist Reißverschluss dran. Achso, aha. An dein Krankenschwesterkostüm. Ey! Warte mal, was noch? Das müssen doch die Leute nicht wissen. Das ist am. Nee, warte, du hast einen scheiß Blinker. Ein Blinker. Da ist eine Miesmuschel rechts, oder? Da unten auf dem Boden? Nee, der Scheiße geht nicht, das ist der Fall. Ja. Was ist denn eine Miesmuschel? Kenn ich nur von SpongeBob. Na, Muschel halt. Die Leute sitzen da jetzt bestimmt. Oh, ist doch einfach. Ich kann ja so. Ich kann ja so weit einfügen, dass sie überspringen können. Ja. Da? Form? Schade, ich dachte auch erst. Ja, ich dachte auch erst in die Form. Da ist ein Blinker. Da, der süße Fisch da. Das da? Ja. Soll er eine Blinker? Ja, naja, sagt man so. Muscheln. So, als richtiger Angler. Wir brauchen noch den Notizblock und Form. Ich weiß gar nicht, was die mit Form meinen. Wie die Augen immer abfacken, Alter, wenn du jetzt da drauf starrst. Ist das irgendwie? Rechts oben da bei der Tasse? Nee. Das so? Ja? Nee. Ja, Form, ja. Quadrate gibt's überall oder so. Ha. Ha. Oh ja. Da ist eine Form. Ah. Meine Fresse. So eine Backform. Kackform. Ein Seestern. Wie so eine Kackform. Hier, das ist ein Block. Nee. Nein, so aus wie ein Pinzette. Aber uns einen Tipp geben lassen? Nein. Die Folge muss ein bisschen länger werden, Mensch. Wette, die ist schon voll lang. Leute, wenn ihr den Notizblock seht, schreibt es in den Kommentaren. Aber ich glaube, ich habe ihn gesehen, hinter der Gummistiefel, oder? Schade. Nee. Hä? Hä? Wenigstens gibt es nicht irgendwie Strafsekunden oder so für jedes falsche Klicken. Genau! Er hing einfach an der Wand. Jetzt haben wir eine Form gefunden. Form? Da, vielleicht können wir mit da, der Form mal, den ist Sand wegmachen. Ist da was? Nee, krass, hätte ich gedacht. Vielleicht können wir den Sand mit der Form wegmachen. Na klar. Warum nicht? Wir können auch nach rechts laufen, genau. Wir können da lang laufen. Nach rechts. Ey. Guck mal, schon wieder hier Mr. Mabuse. Was ist in dem Motorboot? Ich werde versuchen, um da, auf das Boot zu kommen. Warum kann die da nicht einfach so hinlaufen? Ja, muss ich, nein, weil sie versuchen muss. Ach so. Hauptsache erstmal alles kompliziert hier. Klick mal rauf. Die Leiter ist kaputt, einige Sprossen fehlen. Na, jetzt bohrt sich eine Leiter rüber. Da, bei dem komischen Koffer, da einer bedient meine ich. Da kann man noch gucken. Starte ein Feuer. Vom Starter. Oh, cool. Vielleicht. Guck mal. Ja, genau. Und noch einen zweiten, wa? Ah, es regnet. Nee, drück mal aufs. Ja, oh. Nee, ich kann es nur machen. Nein, aufs Feuer nur. Nur aufs Feuer. Ich brauche etwas reisig. Okay, wir brauchen noch zwei hier. Und dann ist noch mal Licht. Man kann auf jeden Fall noch nach hinten rennen. Guck mal das Boot an. Finde einen Weg auf das Motorboot. Ich brauche eine Leiter, das ist eh nicht. Ja, das haben wir ja geklärt. Wir laufen aber mal nach hinten. Jo. Diese Tür ist auch verschlossen, aber ich habe das Internat schon fast erreicht. Auf jeden Fall ist rechts die Lampe aus, da kannst du bestimmt reinklicken, siehst du? Nicht da schnappen.
Was? Ich kann nicht mit meiner Hand auf den Händen stecken. Ich will mich schneiden. Ich brauche etwas, um den Ring einhaken kann. Den Ast? Den Ast vielleicht. Diese komische Form da? Nee, so. Taschenmesser? Mit dem Rahmen hier? Genau, einfach so mal alles probieren. Ich brauche etwas, mit dem ich den Ring einhaken kann. Eine Angel. Da rechts dieser komische goldene Harz am Baum. Jawohl. Oh yeah, look at that. Ich könnte das Harz schmelzen, aber ich muss jetzt etwas davon abschneiden. Komm, da brauchst du schon ein Taschenmesser für. Okay. Wie aussieht. Okay, also manchmal fürs Lagerfeuer. Ist es nicht reisig? Ja, genau. Jo. Ja. Oh, da, Stroh. Jawohl. Eigentlich. Gut. Hier, die kann ich doch bestimmt abmachen. Mit der Brechstange. Ja, nimm die Brechstange. Ich mache das Licht aus, hier ist nachts. In der Mitte. Brechstange. Klack, klack. Ja, macht's ja locker ja, easy hier. Ja. Boah, kannst ja 5 Leitern draus bauen. Bretter mit Nägeln. Schön. 2 Stück. Wetten? Ich hab keine Hammer. Guck mal, einen Kugelhahn. Ein Ventilgriff vor allen Dingen. Das ist eindeutig ein Kugelhahn. Nee, ist kein Kugelhahn. Also, wir sehen 4 Mädchen. Also, sieht so aus. Und da oben ist Peter. Peter. Der Peter. Ja, schön. Toll. Okay, hier, das kann ich noch angucken. Ein Emblem. Oh, guck mal, du hast auf jeden Fall schon mal diese eine Ding da. Ich muss zuerst das Emblem auf dem Schloss wiederherstellen. Da links. Nehmen. Hier liegt das wieder weg, hier. Das da vielleicht. Hier ist aber nur das Emblem. Okay. Das müssen wir wahrscheinlich... Ah, wir müssen vielleicht das Harz in die Form schmelzen. Boah, Alter, ist ja hier. MacGyver. Okay, dann müssen wir erst zurück zum Strand und Feuer machen. Ja. So. Nehmen. Na doch mal, ist es Feuer, ja. Na, und die Leiter dann. Danach können wir die Leiter machen, ja. So, ich will Reisig darauf packen und dann werde ich mit dem Feuerstein ein Feuer schon machen. Genau. Sieht gut aus. Oh, süß. Das kannst du bestimmt die Form aufpacken? Nö. Guck mal, was du machen kannst. Ob da rechts, da funkelt irgendwas. Ich brauche nur einen Zweig, damit es gerade steht. Ach, guck mal, du hast so einen Zweig. Nein, muss ja. Oh, guck mal, jetzt wird's. Wunderbar. Nee. Doch. Hat doch so sogar. Stelle einen Löwenkopf her. Mach ich hart rein? Oh. Ja, und sie nimmt es einfach so mit der Hand raus. Ja. Ah, nee, doch nicht. Oder? Drück mal auf. Ich drücke drauf. Oh. Mist, nochmal. Ich muss das Ganze abkühlen, davon könnte ich was aus dem See verwenden. Du hast eine Tasse. Eine Tasse, vielleicht. Du kannst ja 100 Mal laufen. Nimm mal die Tasse, genau. Tasse, Wasser. Vielleicht mache ich erstmal, vielleicht gehe ich erstmal rüber. Genau, Leute, und wenn die Leiter fertig ist und wir aufs Schiff gehen, dann ist erstmal die Folge vorbei. Oder muss ich mal gucken, wie ich das zusammenschneide. Genau, ich habe 8 von diesen Dingern gesammelt und sie macht da 2 dran. Du brauchst auch noch einen Hammer. Mann! Ich kann es aber in den Feuerstein nehmen. Krass! Krasser Scheiß! Vor allem heute haut mit einem Stein erstmal so 4 rein, 2 Nägel rein. Guck mal, jetzt kannst du die Leiter vorne ranpacken. Ich denke mal rechts nicht im Wasser. So, jetzt gehen wir noch rauf. Was ist das denn hier? Was macht das Boot in der Mitte des Sees? In der Mitte von... Achso, da hinten. Ich muss jetzt zurückholen. Das ist eine Kurbel. Eine Winde funktioniert nicht ohne. Hä? Hä? Okay, ich... Eine Kurbel, eine... Vielleicht muss ich diesen Kurbelgriff finden? Wo ist das Ventil? Okay, Leute. Wie es mit dem Boot und dem Feuer und dem komischen maskierten, was denn von jetzt sagen, Illuminati-Typen da geht, dann schaut in den nächsten Folgen mit rein, wenn ich weiterspiele und meine liebe Frau auch weiter erkundet. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.